Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute gibt es ein Interview mit Andreas Trienbacher, besser bekannt auch als Mr. T. Und als erstes muss ich mich entschuldigen, denn es gibt bei meiner Audiospur diesmal ein Problem. Und zwar hat mein Mikro ein bisschen gesponnen oder da ging etwas schief. Du hörst also ein Klicken auch zwischendurch, wenn ich rede. Der Vorteil, Andreas Spur ist super, die ist clear, das heißt, hör bitte trotzdem rein und bitte verzeih mir, ich werde darauf achten, dass das nicht nochmal passiert und wünsche dir für die heutige Folge erstmal ganz viel Spaß. So, hallo Andreas, ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben, wo wir jetzt das Interview machen können und ich glaube, du hast eine ganz spannende Geschichte zu erzählen, die ich natürlich meinen Zuschauern, Zuhörern gar nicht vorenthalten möchte und ich frage dich quasi gleich mal ein bisschen aus. Andreas, du bist auch als Mr. T bekannt und wenn man sich so deine Facebook-Seite auch anschaut, dann gibt es da mega tolle Fotos von von dir, was du auch alles erreicht hast, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte erst mal wissen, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Wo waren so deine frühesten Anfänge? Das ist relativ einfach. Und zwar, ich war als Jugendlicher immer sehr dünn, sehr sportlich, sehr schlank. Ist eigentlich fast schon nicht der richtige Ausdruck. Ich war dünn. Ich war sehr dünn. Ich war fast 1,80 Meter groß und hatte 54 Kilo und das noch mit 18 Jahren und das ist natürlich schon ein bisschen zu dünn. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, habe ich angefangen mit 18, 19, eine Freundin, die war 1,72 Meter groß, war Leistungsschwimmerin und hatte 65 Kilo. So. Und der Rest ergibt sich dann von alleine, der männliche Stolz lässt nicht zu, weil ich konnte mich hinter ihr ausziehen, mich hätte niemand gesehen. Ich musste mir von meinen Freunden auch so ein paar dumme Sprüche anhören und stand ich eben vor der Entscheidung zu sagen, ich finde mich damit ab, ich kompensiere das Ganze durch Späßchen und durch Lustigsein und durch was weiß ich was alles. Hab mir aber gesagt, nee, warum sollte ich mich damit abfinden, wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu ändern? Und da kam noch ein Freund ins Spiel, der mich da so ein bisschen mehr oder weniger angeschoben hat. Ich soll mal mit ins Fitnessstudio gehen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es kein Fitnessstudio, sondern ein sogenanntes Kraftsportstudio. Die Menschen waren mir alle ein bisschen suspekt zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, oje, ob das das Richtige ist. Und dann habe ich angefangen, mein Freund hat ein halbes Jahr später aufgehört, ich habe meinen Job draus gemacht. Das heißt, ich habe relativ schnell Geschmack dran gefunden an diesem Sport und habe gemerkt, dass man sich natürlich da gezielt verändern kann. Habe natürlich in der Anfangsphase die typischen Anfängerfehler gemacht, jeder viel zu viel trainiert, durcheinander trainiert, keine Struktur im Essverhalten, keine Struktur gehabt, einfach nur viel gegessen, was trotzdem natürlich bis zu einem gewissen Erfolg verholfen hat. Und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, irgendwie ist das so interessant, dass du vielleicht da sogar mal einen Wettkampf machen könntest. Habe das aber stillschweigend für mich entschlossen, ohne jemand was zu sagen. Ja, und so ist dann die Geschichte entstanden. So kam der Stein ins Rollen. Okay, wann war dein erster Wettkampf? Mein erster Wettkampf war 1988, das war eine Studiomeisterschaft und da waren von diesem Studio insgesamt 6 Leute am Start. Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch der Schlankeste, aber halt natürlich auch der definierteste. Und so habe ich dann gleich bei der ersten Studiomeisterschaft gewonnen, gegen Leute, die so 20 Kilo mehr gewogen haben wie ich. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch festgestellt, dass es was gibt, was ich habe, was die anderen nicht haben. Und das war? Das war Disziplin. Ja, sehr gut. Das heißt, die anderen hatten genetisch ganz klar einen Vorsprung von mir. Aber ich habe halt festgestellt, dass wenn man mit, wenn die Genetik, die fehlende Genetik, kann man über Disziplin, über Ehrgeiz wettmachen. Das habe ich festgestellt und gesagt, okay, dann hast du dein Steckenpferd. Du musst nicht unbedingt genetisch der Beste sein, aber mach halt einfach immer eine Wiederholung, 2 Wiederholungen mehr wie die anderen. Sei einfach noch konsequenter in der Ernährung, dann wirst du dein Ziel erreichen. Das war tatsächlich so. Und das zieht sich bis heute durch wie ein roter Faden. Ich wollte gerade sagen, das war ja nicht der erste Gewinn oder damals der erste, aber nicht der einzige. Du hast ja, wenn wir jetzt mal auf deine persönliche Erfolgskarriere als Sportler zurückblicken, so einige Titel auch abgeräumt. Kannst du mal so einen kurzen Einblick geben, dass,
die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, schon mal so eine coole Idee kriegen. Also ich war angefangen, das war eigentlich der Initiator, Karlsruher Stadtmeister, habe ich direkt gewonnen. 1990, das war auch die Initialzündung, da waren 300 Leute von meinem Fitnessstudio mit dabei und die haben so einen Radau gemacht. Das war so geniale Situation auf der Bühne, das ist hängen geblieben. Dann ging es weiter, mehrfacher deutscher Meister der Fitnessklasse in verschiedenen Jahren, also gerechnet ab Jahr 2000 dann, mit meiner Frau zusammengekommen bin, dann Mr. World 2003, Mr. Vize-Weltmeister 2004 oder 2005, dann mehrfacher Paar-Weltmeister von 2005 bis 2011, dann Mr. Universum 2010, Vize-Weltmeister 2012, und Mr. Universum mit meiner Frau zusammen als Paar, das weiß ich schon immer, ziemlich viele. Also wir sind als Paar momentan weltweit gibt es noch kein Paar, das so viel Titel hat. Also ich wollte gerade sagen, die Zeiten und die Jahreszahlen kann man bei so einer Anzahl schon mal vergessen oder durcheinanderhauen. Ja, das ist klar. Jetzt bist du ja aber nicht nur als Sportler direkt erfolgreich, sondern hast letztendlich ja die Liebe zum Sport auch zu deinem Beruf gemacht, wirklich. Du hattest es mal so ganz kurz angedeutet. Wie ist dann so deine weitere berufliche Karriere gewesen? Also ich bin ursprünglich gelernter Zimmermann. Das war auch ein schöner Beruf, aber mein Chef war, beziehungsweise ich war nicht mit dem Gehalt meines Chefes einverstanden, weil ich schon relativ früh selbstständig gearbeitet habe und dann ergab sich eine Situation, dass ich mit meinem Chef Streit hatte und ich konnte dann oder ich durfte dann 14 Tage im Fitnessstudio aushelfen. Der war im Urlaub, ich glaube, das war im Winter 1987 auf 88 war der im Urlaub und hat gesagt, komm, mach du halt meine Schule so lang, weil du hast eh nichts momentan zu arbeiten, beziehungsweise ich war krankgeschrieben im eigentlichen Geschäft und dann bin ich dann ausgeholfen. Und er hatte nach 14 Tagen knapp 20 neue Mitglieder und den höchsten Tegelumsatz in der Nähe gehabt hat. Und da kam die Frage, möchtest du bei mir arbeiten? Und ich sagte, ja du, wenn es das Gehalt das gleiche ist, wie ich als Zimmermann bekomme, dann können wir drüber reden. Und so bin ich dann erstmal als Fitnesstrainer ohne Ausbildung dort gelandet und dann habe ich innerhalb von 2 Jahren sämtliche Ausbildung gemacht, was man machen kann. Ja, und dann irgendwann nach 1,5 Jahren bei ihm habe ich ein eigenes Fitnessstudio gekauft. Auch da wie die Jungfrau zum Kind, der ehemalige Schwiegervater, wobei es war kein Heiratsabschluss, Schwiegervater sagt man dazu, der hat gesagt, du, da gibt es ein Fitnessstudio, willst du das haben? Und ich, okay, dann nehmen wir halt. Okay, und dann 2 Tage später hatte ich ein Fitnessstudio. So ein kleines, ziemlich kleines Fitnessstudio. Ja. Und dann ging es halt peu à peu los, dass ich mich immer wieder weitergebildet habe, jede Wettkampfvorbereitung genutzt habe, Bücher zu lesen, unendliche viele Bücher zu lesen, einen großen Geschmack überhaupt in der gesamten Thematik zu finden, weil ich es sehr interessant fand, wie man sich körperlich verändert und parallel dazu natürlich auch die Psyche sich verändert. Ja. Wie man durch so einen Job oder auch durch diesen Sport an sich lernt, viele Dinge auch im privaten und im geschäftlichen Leben zu praktizieren, wie zum Beispiel diszipliniert, strukturiert, ein gutes Zeitmanagement. Das habe ich da genommen, dann ging das dann los. Sehr gut. Wann hast du dich auch ein bisschen mehr in diesem Online-Bereich hinbewegt? Denn jetzt ist es ja auch so, man sieht dich online sehr präsent auch. Und das ist ja nochmal ein weiterer Schritt. Ich meine, gut, in den 90ern war das eh noch nicht so up-to-date. Aber wie kam das dann auch zu dem Switch vom Offline zum Online-Business? Das war so, dass ich natürlich schon immer von meinen Kunden Bilder, Vorher-Nachher-Bilder gemacht habe, einfach um sie visuell zu bestätigen, ihre Arbeit zu bestätigen. Das heißt, wenn die Kunden zu mir kommen, die haben einmal eine medizinische Körperfettmessung, dann haben sie eine Umfangsmessung und dann haben sie Bilder, Vorher-Nachher-Bilder. Mhm. Und viele Menschen sind zahlenorientiert, wenn sie dann noch Bilder sehen, weil oftmals hat man zwar eine Zahl, 2-3 Kilo ist jetzt nicht viel in 6-8 Wochen, dann jammern sie rum, sage, lass uns doch mal deine Bilder angucken. Ich sage, oh, wow, vorher, nachher, innerhalb von 8 Wochen, dann sieht man eine tolle Veränderung, auch visuell erfasst und somit ist es für die Belohnung. So, das habe ich schon immer gemacht. Dann habe ich 2005 oder 2006 habe ich meine Webseite erneuert. Und habe die online gestellt, habe die in verschiedenen Fitnessplattformen, ich glaube 2 Fitnessplattformen, Team Andro und die Bodybuilding-Szene. Es war zwar vor 2015 noch eine ganz andere Szene. Da war das Netz mit Facebook, gab es noch gar nicht, glaube ich, zu der Zeit. Habe ich es online gestellt mit der Frage, was sie von der Webseite halten am nächsten Morgen.
mache ich meinen Rechner an und hatte dann knapp 300 E-Mails mit den Fragen, wie schafft man sich in 6, 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen sich so zu verändern? Gut, und dann hatte ich 14 Tage mir Gedanken gemacht, beziehungsweise gleich angefangen, wie kann ich da was draus machen? Es gibt viele Menschen, die haben den Bedarf, dass sie eine gute Beratung bekommen, aber sie in den Fitnessstudios nicht bekommen. Und dann habe ich dieses Online-Coaching-Modell entwickelt. Das gab es zu meiner Zeit. Also ich war bei YouTube einer der ersten. Und zu meiner Zeit gab es noch den, der Einzelne noch aktiv war, war der Flavio Simonetti, der auch noch aktiv ist, jetzt aktiv. Wir waren so die Ursprünge. Ich war der Erste, der das Online-Coaching überhaupt angeboten hat. Und dann hat sich es halt entwickelt. So nach und nach habe ich das ausgebaut. Ich stehe gern vor der Kamera. Das heißt, ich habe damit kein Problem davor zu agieren. Habe ich auch gemerkt, du hast eine viel größere Streuweite, wenn du Videos machst, weil Videos werden gern angeguckt, die wenigsten Leute lesen gern. Also haben wir Videos gemacht. Habe mein erstes Video gemacht mit Konzept, habe ihn anguckt, habe das Konzept weggeschmissen, habe nochmal einen neuen gemacht und habe ihn ohne Konzept gemacht. Ja. So kam auch da 2004, 2005 der Stein ins Rollen. Auch wieder eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Das war einfach diese Entscheidung, diese Webseite in diesen Plattformen zu zeigen. Danach ergab sich was und ich habe es aufgeschnappt und habe dann eben ein Geschäftsmodell draus gemacht. Sehr gut. Also wie man hört, bist du auf alle Fälle einer der Macher und hast weniger das Problem damit zu sagen, ich brauche eine gewisse Anlaufzeit, um endlich mal loszulegen. Also du hast ja selber vor uns schon gesagt, selbst beim Studio, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, es haben sich Chancen eröffnet und du hast sofort zugegriffen. Genau. Was glaubst du, sind noch solche Eigenschaften von dir, die dich an den Punkt gebracht haben, an dem du jetzt bist? Also was sind noch Eigenschaften, die für deinen Erfolg ja, mit maßgeblich verantwortlich waren? Das ist einmal ganz klar, Ehrgeiz und Disziplin. Diese zwei Worte, die kann man bei mir also wirklich eintragen ins Buch. Das ist so, das war halt auch tatsächlich so, diese Entdeckung, dass man mit Disziplin viel erreichen kann. Ich würde das mal frech behaupten, ich bin sicherlich schulisch gesehen nicht der Beste. Auch nie der Beste gewesen. Ich war ganz gut, aber nicht der Beste. Und ich würde aber sagen, sicherlich habe ich keinen IQ von 150. Wahrscheinlich nicht. Bei mir war einfach so, dass, ja, du kannst mit Fleiß, mit Ehrlichkeit auch und mit Disziplin wahnsinnig viel erreichen. So, das war ein Punkt, der mich dazu gebracht hat, dass ich erfolgreich geworden bin. Mhm. Und was noch? Ja, Spontanität, ganz klar. Ich bin vielleicht jemand, der viele Entscheidungen aus dem Bauch rausmacht, weil ich weiß, dass Bauchentscheidungen letztendlich meistens die richtigen Entscheidungen sind. Und somit überlege ich auch oftmals nicht sehr lange, sondern schnapp's auf und leg los und denk gar nicht drüber nach, kann das was werden, kann es nichts werden, sondern ich probiere es einfach aus. Mhm. Und bis dato war es tatsächlich so, dass alles, was ich ausprobiert habe, funktioniert hat. Alles. Okay. Also es war noch nie was dabei, was nicht funktioniert hat. Gut, weil das wäre jetzt die nächste Frage einfach gewesen auch. Hast du in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg in den letzten, 20 Jahren, sag ich mal im Groben, auch Situationen gehabt, die irgendwie nicht so gut funktioniert haben oder auch mal vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen oder ist mal auf die Nase gefallen. Das sind ja auch immer so wichtige Sachen, die man von außen nie sieht, wenn man jemanden sieht, der Erfolg hat. Aber es ist dann auch immer ganz gut, mal hinter die Kulisse auch zu schauen. Aber ist dir das überhaupt passiert? Kann auch sein, nein. Ja gut, sind wir auf die Nase gefallen, würde ich nicht sagen. Es waren natürlich Projekte, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ich habe dadurch keinen Kollateralschaden gehabt, überhaupt nicht. Das war eine Aktion 2000, wo ich das Fitnessladengeschäft aufgemacht habe in Nahrungsergänzung, war ich tatsächlich so wagemutig zu sagen, Andreas, du machst eine Ultraschall-Zellüttherapie für Frauen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, ein Mann, der für Frauen Ultraschall-Zellüttherapie anbietet. Welche Frau geht zum Mann und erklärt ihm gerne, sie hätte was gegen ihre Zellüte? Und das war ein bisschen blauäugig. Ich habe da ziemlich viel investiert. Ich hätte auch in diesen 6 bis 7 Jahren, wo ich das Gerät gehabt habe, hätte ich auch einen Porsche fahren können. Das wäre genauso gut gewesen. Da hätte ich mehr Spaß gehabt damit. Ich musste das Ding abbezahlen. Das war nicht easy. Das waren fast 100.000 D-Mark, die ich da investiert hatte. Und das Gerät war halt eben von der Frequenzierung her zu schwach frequenziert. Weil, klar, das Thema Frauen und Zellulite, Männer, das war Quatsch. Aber auch da habe ich gemerkt, durch Disziplin, durch Ehrgeiz kriegst du es auch wieder gerissen. Ich habe das Ding abbezahlt, ich habe keine Schulden hinterlassen, sonst irgendwas, sondern habe eben über die Ernährungsberatung, über die Trainingsberatung
auch dann später übers Online-Coaching, dann habe ich die gesamten Kosten aufgefangen. Mhm. Das heißt, aber du hast einfach weitergemacht und dich durchgebissen. Genau, ich habe weitergemacht und habe gesagt, okay, das ist jetzt so, die Entscheidung hast du getroffen, mit der Entscheidung musst du jetzt leben. Das Schlechteste, was passieren kann dabei, ist, dass du nichts lernst davon. Und das war definitiv nicht der Fall. Ich habe davon gelernt, dass eben auch gewisse Dinge manchmal etwas mehr durchdacht werden müssen, von mehreren Aspekten her angeschaut werden müssen. Und somit war es zwar im Moment etwas stressig, aber im Nachhinein habe ich viel gelernt dadurch, sehr, sehr viel gelernt. Okay. Hast du Routinen und Dinge, die dir helfen in deinem, ja, in deiner Zielstellung, deiner Zielerreichung, in deinem Alltag? Wie ist das bei dir so? Ja, gut, ich habe natürlich Routinen, ganz klar Routinen. Ich habe so Tagesroutinen, das heißt, es fängt an, dass ich ein so ein strukturierter Mensch bin, dass ich zum Beispiel mein Frühstück schon am Abend davor vorbereite, meine Kleider am Abend vorbereite, dass ich alles sauber vorbereite, sodass ich am nächsten Tag keinen Stress habe. Das ist eine Routine, die ich schon sehr, sehr lange habe, über 20 Jahre schon, die ich mir angeeignet habe, wo ich sage, dadurch bekommst du am nächsten Tag keinen Stressfaktor schon direkt nach dem Aufstehen zum Frühstück. Mhm. Oder dass ich dann hetzen muss und raus muss, dann fühlt man sich unwohl, man ist unruhig. Und ich finde, dass das natürlich sicherlich nicht dazu beiträgt, Unruhe und Stress, dass man dabei qualitativ hochwertige Arbeit abliefert. Deswegen war für mich das immer wichtig, ein sauberes Zeitmanagement, auch im Bereich des Essens, im Bereich der Ernährung ganz für mich, das wirst du öfters jetzt hören bei mir, das Thema Ernährung, weil das für mich ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, auch für viele Menschen. Und auch die Bewegung, das Training. Das heißt, auch heute ist es so, ich habe heute sicherlich mehr als 60 Stunden Arbeit pro Woche, aber mein eigenes Training kommt definitiv nicht zu kurz, wird auch nie zu kurz kommen. Genauso wenig, wie jetzt meine Ernährung zu kurz kommt. Das muss da sein, weil das ein Grundfundament ist für mein Sein, für meine Entwicklung. Und dann habe ich natürlich morgens noch seit über einem Jahr ein Buch, wo ich jeden Morgen meine Affirmation reinschreibe, jeden Morgen 4, 5 Dinge, die ich erreichen möchte, reinschreibe. Das ist ein großer Anteil. Nächster Anteil ist, dass ich mich regelmäßig weiterbilde. Das habe ich eine Zeit lang vernachlässigt. Durch die ganzen Wettkämpfe ging das gar nicht mehr, weil Weltmeister, Universum, Deutscher Meister und danach noch weiterbilden, das war echt ein bisschen schwierig. Und dann habe ich 6, 7 Jahre nichts gemacht. Zwischenzeitlich bin ich wieder in der Weiterbildung. Weiterbildung zum REKVT, das sagt den wenigsten was. Das sagt selbst mir am Anfang gar nichts. Selbst das Wort ist jetzt sehr schwierig. Rational, emotive, kognitive Verhaltenstherapie. Okay. Da bin ich gerade in der Ausbildung, ist eine Zusatzausbildung für Psychiater. Man kann die aber auch so machen, ohne einen Psychiater überhaupt zu haben. Schwieriges Thema, aber so ist es immer in meinem Leben. Ich suche mir immer schwierige Sachen raus. Nur daran kann ich wachsen. Ja, und ich orientiere mich halt sehr stark im Moment auch nach außen, habe da so einen Mentor, den werden auch einige von euch kennen, viele vielleicht sogar, das ist der Calvin Hollywood. Ja, klar. Wo ich mich ein bisschen orientiere, was der so macht, wie der so agiert. Auch hier war es ein Zufallstreffen mit dem Calvin, kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen, wie das zustande kam. Und zwar 2014 habe ich ein Video hochgeladen, ein sehr emotionales Video. Das war im Januar 2014. Als Personal Trainer steht man natürlich immer so ein bisschen im Fokus bei den Fitnesssportlern und bei den Kraftsportlern. Wenn man im Fitnessstudio trainiert, dann kommen die und haben natürlich Wünsche. Gut, und wenn du selber trainieren möchtest, hast du natürlich oftmals überhaupt nicht den Bock da, man hat schon über Beratung abzuliefern. Vor allem auch nicht, weil jeder denkt, du lieferst da einen kompletten Plan ab. Und da war wieder, glaube ich, 3. oder 4. Januar und jeder kam, ja, was soll ich machen? Ich möchte abnehmen, ich möchte mich verändern und dann fange ich an. Ja, nee, aber Schokolade möchte ich weiter essen. Ja, aber nee, meine Pizza möchte ich weiter essen. Nee, auf Bier verzichte ich nicht. So, und dann ist mir der Kragen geplatzt, dann bin ich ins Auto und habe ein Video aufgenommen und habe das heute noch vor Augen, habe das in der Hand, denk, boah, den kannst du echt nicht hochladen. Wenn du den hochladest, das gibt sicherlich einen Shitstorm. Und da habe ich ihn hochgeladen und genau das Gegenteil ist passiert. Calvin Hollywood hat ihn in seiner Community geteilt, da hat er, glaube ich, an die 40 oder 50.000 Fans gehabt bei Facebook, bei YouTube, glaube ich auch, keine Ahnung wie viel. Nächsten Morgen schalte ich einen Rechner ein und bekomme auch wieder bei YouTube 500 neue Follower, was weiß ich, bei Facebook so und so neue Fans, war völlig außergewöhnlich. Da musste ich ein bisschen sortieren, bis ich dann auf einen Calvin Hollywood kam. Und ich dachte mir noch, mein Gott, der nennt sich ein Calvin Hollywood, was ist das für ein Vogel? Und ja, dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann fand ich auch das, was er macht, recht interessant. Und dann habe ich ihm
eine Dankes-E-Mail geschrieben. Mhm. Lieber Calvin, bla bla bla, cool, dass du meinen Dings hochgeladen hast, beziehungsweise verlinkt hast bei dir. Da kam ziemlich viel Feedback und ja, möchte mich dafür bedanken. Und dann habe ich die E-Mail losgeschickt, kam lange Zeit gar nichts. Dann kam irgendwann mal, das ist 2 Tage später, nur ganz kurz und knapp, bla bla bla, nichts Besonderes. Und dann habe ich gesehen, dass er tolle Bilder macht, dass er ein guter Photoshopper ist und eigentlich der beste Photoshopper überhaupt. Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich ihm geschrieben, also davor war so ein bisschen E-Mail-Verkehr, aber immer ziemlich langsam, von ihm kam die Reaktion immer ziemlich zäh und auch nicht so, als ob er da Bock hätte. Mhm. Dann habe ich geschrieben, dass ich ein Original Spartaner 300er Kostüm habe. Dann kam innerhalb von 10 Sekunden die E-Mail zurück. Original? Fragezeichen. Ich, ja. Wann treffen wir uns? So ging es los, dass ich nachher sein Coaching gemacht habe. Das heißt, ich habe ihm innerhalb von einem Jahr, hat er knapp 20 Kilo abgenommen. Und ja, hat sich natürlich körperlich komplett, visuell sich komplett verändert. Also vom Ja, wenn ich heute Bilder von ihm sehe, hat er fast schon so ein bisschen Opa-Style gehabt. Eigentlich überhaupt nicht passend zu ihm. Und heute ist er, finde ich, 10 Jahre jünger wie vor 4 Jahren. Ist schlank, kurz vorm Sixpack und immer im Battle mit mir, wenn er mich endlich jetzt mal vom Spiegel schlagen kann. Und so hat es nämlich bei ihm auch angefangen, dass er sich von dieser körperlichen und mentalen Veränderung, hat er sich auch geschäftlich in den letzten, seit 2014 ist der Abgang wie eine Rakete. Also es ist abartig, was der da an Erfolg hat. Und da habe ich auch mal die Frage gestellt, wie kam es? Dann sagt er zu mir, wenn sein Alter sagt, wie du so einen Körper haben kann, dann ist alles möglich. Und das war seine Initialzündung, nicht nur körperlich zu ändern, sich natürlich auch geschäftlich zu verändern. Und seitdem haben wir natürlich regen Kontakt und Austausch. Und er macht natürlich im Businessbereich eine krasse Vorlage, was er alles kann und was er alles weiß. Und da habe ich ein Hobby von ihm übernommen, das ich mehr oder weniger pflege, das ist Lesen. Sehr gut, ja. Was ich davor nie gemacht habe, nicht in dem Ausmaß, beziehungsweise nur dann, wenn ich eine Weiterbildung gemacht habe, habe ich gelesen, Fachbücher, aber zwischenzeitlich ist meine Streuweite ziemlich groß und ich glaube 2017 habe ich so viele Bücher gelesen wie davor in meinem gesamten Leben nicht. Und da war er dafür verantwortlich. Sehr gut. Und so tauschen wir uns auch aus. Prima. Du hast ja jetzt, also wir haben uns jetzt live das letzte Mal gesehen auf der Vertriebsoffensive von Dirk Reuter. Das heißt, auch da hast du Connections zu und hast es geschafft, quasi als derjenige, der die Fitness, Pausen, Motivation und Hallo Teilnehmer, wacht mal wieder auf, pumpt ein bisschen Sauerstoff in euer Blut. Du übernimmst das. Wie kam das zu dieser Connection? Ging das auch über Calvin oder war das wieder eine ganz andere Richtung? Weil ich weiß, Herr Dirk und Calvin sind da auch ganz dicke. Ja, ja. Das, auch das ist natürlich so. Vitamin B ist das halbe Leben. Das ist halt so. Das war früher schon so. Heute halt was anders. Da heißt man, glaube ich, nicht mehr Vitamin B. Heute gibt es, glaube ich, einen anderen Ausdruck dafür. Ich weiß gar nicht genau. Kram oder sowas. Genau, irgend sowas. Ja, das war tatsächlich so. Ich habe im November 2017, Anfang November, es war, glaube ich, ein Tag vor meinem Geburtstag, kam eine WhatsApp-Nachricht von einem Dirk Reuter, den ich von da nur oberflächlich kannte, mal kurz vom Video mit dem Calvin, mit der Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, vor 1000 Leute auf der Bühne so ein kleines Fitnessprogramm zu machen. Und ich auch wieder, wie ich bin, spontan, eine Minute später, klar, selbstverständlich, mir wurscht, können auch 10.000 Leute sein, ist mir völlig egal, mache ich. Und das war auch tatsächlich so, dass ich da nicht drüber nachdenken musste, weil ich gern auf der Bühne stehe, gern auch im Mittelpunkt stehe, da habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu sagen. Dann haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann kam der Punkt tatsächlich, dass ich in Berlin vor 1.000 Leuten auf der Bühne stand. Und dann eben meine Performance abgeliefert hat anscheinend gut gefallen. Und jetzt bin ich das ganze Jahr mit dem Dirk unterwegs. Auch hier, der Calvin war die Initialzündung. Er hat mich bei Dirk sehr, sehr gut positioniert. Für mich war es wichtig, dass ich, ich wollte schon Dirk gefallen, aber für mich war das Wichtigste, weil der Calvin hat die Hand ins Feuer gelegt. Für mich war mich am wichtigsten, wenn, dann muss ich ihn Calvin überzeugen. Ja. Der muss überzeugt sein. Und der war überzeugt, der war ja vor Ort, auch in Berlin. Und ich kam von der Bühne runter und sah Calvin sein Lächeln im Gesicht. Und ich sagte, okay, alles klar, hat gepasst. Sehr gut, du hast also gehalten, was er auch Dirk versprochen hat. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Aber das ist die Macht der dritten Person, also auch diese Empfehlung. Ja.
ist ja letztendlich auch so, was ich meinen Klienten, also den Personal Trainern, die ja bei mir im Coaching auch sind, auch immer wieder sage, wenn ein Kunde dich weiterempfiehlt, dann ist das so wahnsinnig viel wert, auch für eine Neukundengewinnung. Mhm. Denn dann musst du dich nicht verkaufen. Der Kunde kann immer denken, ja, der kann mir jetzt alles erzählen, aber wenn ein anderer zufriedener sagt, ey, da musst du hingehen, der ist echt toll, der hat das und das erreicht oder mit mir erreicht, dann ist das nochmal eine ganz andere Stellenordnung letztendlich. Genau, ja, das ist, ich glaube, das A und O. Wenn du nicht gerade im Jahr 50.000 Euro hast, um Werbung zu machen, dann ist die Weiterempfehlung die Nummer eins und aus der wärmsten Hand übergibt es eine warme Hand und da musst du nicht mal 10% reden, was du sonst reden musst. Du bist schon direkt am Start und deswegen ist es ganz gut, sich zu connecten mit anderen Menschen im Netzwerk. Du siehst ja gerade eben, der gerade gesagt, dass ich kurz vorher mit Steven noch unterhalten habe. So klein ist die Welt. Ja, und das ist für mich auch, kann ich jedem empfehlen, jedem Personal empfehlen, weil letztendlich lebt man tatsächlich von der Weiterempfehlung. Mhm. Und natürlich jedem Personal da draußen, der vielleicht jetzt gerade zuhört. Social Media nicht unterschätzen, Video nicht unterschätzen, auch das, was wir jetzt gerade machen, Podcast nicht zu unterschätzen, sind alles Medien. Das sind mindestens genauso viel wert wie die teuerste Visitenkarte. Ja. Wenn wir, und das wäre jetzt nochmal so eine Frage, die du gerade relativ leicht beantworten kannst. Ich habe gerade gesagt, ne, Coaching, Personal Trainer, die meisten haben oder möchten gerne mit ihrem Business natürlich auch erfolgreich sein, das ist klar. Ja. Ich sehe immer wieder, dass es so ein paar Grundprobleme gibt bei den Trainern. Aus meiner Sicht, was ich jetzt immer an Feedback bekomme, wollen oder der Wunsch ist erstmal immer neue Kundenakquise. Das ist immer, was alle wollen. Okay, ich möchte neue Kunden. Für mich ist dann, wenn ich dann mal so reinschaue in die zum Beispiel Sichtbarkeit auch der Trainer, häufig so, dass sie vernachlässigen, wie viel Potenzial eben also auf den unterschiedlichen Kanälen ist, wie du vorhin schon gesagt hast, Videos, Facebook-Seite etc., aber eben auch Empfehlungen durch Bestandskunden, die erfolgreich sind. Ja. Für mich auch gerade, wenn ich anfange, finde ich die Zielgruppe eine ganz wichtige Geschichte. Viele wollen so, ich mache jetzt mal Flyer und dann stecke ich die irgendwie ins Wohngebiet nebenan, einfach mal so wahllos. Und ich denke, wahrscheinlich ist so der Return nicht der beste. Aber wenn du vielleicht so 3-4 wichtige Punkte aus deiner Sicht mal sagen würdest, was wichtig ist, um als Personal Trainer ein erfolgreiches Business aufzubauen. Was wären so die Tipps, die du jemandem mitgeben würdest? Der erste Tipp ist, deine Kunden so gut zu bearbeiten, so gut zu behandeln, dass du ohne was zu sagen dir sofort die Kunden liefern, die nächsten Kunden liefern. Das heißt, einfach deinen Kunden überzeugen. Ja. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst, was jeder Trainer tun kann, auch in anderen Branchen. Den Kunden befriedigen. Einfach den Kunden erkennen, zu wissen, was möchte er haben. Schon ohne, dass er was sagt, zu wissen, was braucht er. Das ist so ein Ding, das muss ich mir angewöhnen, das lernen. Das kann man lernen, das kann man vielleicht nicht in 2-3 Stunden lernen, aber darauf eben beharren, das zu lernen, zu sehen, was der Kunde braucht und was er will, im richtigen Moment ins Richtige zu liefern, die richtige Übung, das richtige Gespräch, nicht zu vergessen, Personal Trainer ist auch Seelenwächter. Das heißt, da geht auch ziemlich viel über die Psyche. Das ist Nummer 1 für mich. Nummer 2 ist im Moment tatsächlich Social Media. Mhm. Social Media Kanäle 2, das ist Instagram und Facebook, wobei es ja wunderbar miteinander verknüpfen kann. YouTube, ja. YouTube muss ich abliefern, einfach ein Grundinvestment in Videos, dass die Leute mich schon mal kennen, weil es ist ganz einfach, anhand von einem Video über Mimik, Gestik und Sprachverhalten lernen mich die Menschen schon mal kennen. Ja. Und wissen schon ganz genau, ist eine Sympathie da, oder ist keine da. Wenn ich dann noch ein gutes Video geliefert habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass der Kunde, wenn er was sucht und mich immer wieder antrifft im Netz, mich sicherlich auch mal anschreibt. Ganz klar, Videomaterial, ganz wichtig, wichtiger wie die Visitenkarte, wichtiger wie die Webseite, weil viele legen auch ganz viel Wert auf ihre Webseite, aber Webseiten laufen nicht durch, Facebook läuft durch, das heißt, jeder hat Facebook an, jeder kennt Facebook, jeder weiß, wie Facebook funktioniert und da wirst du ganz schnell gefunden. Also Instagram, Facebook, YouTube, wobei momentan Instagram ganz vorne ist. Das heißt, man muss mehr bei Instagram machen wie bei Facebook, aber du kannst ja bei Instagram Branding hochladen und verlinken mit YouTube, mit Facebook, so es passt alles zusammen. Die 3 Sachen auf jeden Fall, ganz wichtig, klar, als nächstes wäre die Webseite.
Die Webseite, ja, muss manchmal gar nicht so aufwendig sein, wie sich es manche vorstellen. Das muss natürlich auch ansprechend, sympathisch sein, aber auch mit Videomaterial gefüttert sein. Ja, und das, glaube ich, sind die wichtigsten Punkte. Ja, das sind für mich die wichtigsten Punkte. Habe ich schon drei? Weiß man, schon drei. Das passt. Ich kann immer noch mal nachfragen, weil zum Beispiel ich noch mal deine Meinung wissen möchte zum Thema Wertigkeit des Personal Trainings. Und also ich habe so einen großen Punkt, den ich dann immer mal wieder sehe, dass so dieser, ich gucke immer nur, was rechts und links meine Konkurrenz macht und jetzt muss ich, damit ich Kunden gewinne, am besten noch 10 Euro günstiger sein, damit der Kunde mich auswählt. Was sagst du so zu dem Thema Konkurrenz und Preis, Kampf, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken möchte? Was ist so deine Einstellung dazu? Gut, jeder Personal Trainer sollte seinen Kundenavatar haben. Das heißt, wissen, welchen Kunden spreche ich überhaupt an. In meinem Fall, ich bin jetzt 52. Das heißt, ich werde keine 16, 17, 18, 19, 20-Jährige ansprechen, weil ich die Sprache nicht spreche, dieser Kundschaft. Will ich auch nicht. Und ich habe meinen Kundenklientel ist plus 30, auf jeden Fall. Tendenziell sogar noch etwas älter. Ich habe eine ganz breite Mischung. Vom wirklich absoluten Freizeitsportler bis zum Spezialisten, bis zum Bodybuilder, die zu mir kommen. Aber die allein schon 10, 15 Jahre schon hinter sich haben. An Sport, die natürlich sagen, jetzt brauche ich endlich meinen Spezialisten. Bis jetzt hat jeder an mir rumgedoktert, ich inklusive mir selber. Aber ich bin auf den Punkt gekommen. Das ist so ein ganz großer Anteil, der zu mir kommt. So 50% meiner Kundschaft, die anderen 50% sind auch Neueinsteiger, aber einfach eben über 30 Jahre. Und somit muss jeder für sich rausfinden, welcher Kunde passt zu mir, mein Kundenavatar, wie sieht der aus? Und entsprechend natürlich auch die Werbung gestalten, die Videos entsprechend gestalten, die Sprache entsprechend gestalten und dann mal nicht nach der Konkurrenz schauen. Ich schaue nicht nach der Konkurrenz, so gut wie es geht, gar nicht, weil ich wüsste nicht, was man es tatsächlich bringt. Dann siehst du, der Konkurrenz hat das Gerät, noch das Gerät, brauchst du es tatsächlich, dann meinst du, du brauchst es tatsächlich, du brauchst gar nichts, du brauchst nur dich. Ja. Und eben das, was du kannst, dich spezialisieren. Ich sehe natürlich immer wieder Personal Trainer, die sind dann Schwimmtrainer, die sind Lauftrainer, die sind Fitnesstrainer, die sind Mentaltrainer. Entschuldigung, das kann gar nicht sein, das funktioniert nicht. Sondern ich muss ein Spezialgebiet raus, ich muss ein Spezialist sein. Und Spezialist kann ich in einem Gebiet sein, maximal in einem. Im zweiten kann ich gut sein, im dritten funktioniert schon gar nicht mehr. Das ist dann die Gier oder halt der Anfänger, der denkt, er muss jetzt alles abdecken, damit Kohle reinkommt. Genau, das ist ja auch ein großer Schwerpunkt im Coaching, also dieses, ja, alle Kunden ansprechen, ja, so viel wie möglich abdecken, was einfach mal nicht funktioniert. Aber nur wenn ich weiß, wer mein Kunde ist, kann ich ihn auch direkt ansprechen. Er wird sich angesprochen fühlen und hat auch das Gefühl, dass ich genau die richtige Person für ihn bin und die Lösung für sein Problem habe. Was sagst du so zum Thema Preis? Also ich kenne auch Personal Trainer, die so für 25 Euro die Stunde Trainings geben und dann auch der Meinung sind, sie überleben das Ganze langfristig. Das wird schwierig. Das kannst du natürlich nur, wenn du als Zweitjob machen, wenn du mit 25 Euro läufst. Also bei mir ist es so, dass ich jedem, der bei mir anfragt, sage, ich bin Luxus. Ein Personal Trainer ist auch Luxus. Der ist Luxus. Und ich habe einen Stundensatz zwischen 100 und 130 Euro. Das ist mein Stundensatz und der wird mir auch bezahlt. Natürlich, ich bin einer der ältesten Personal Trainer in Deutschland. Das heißt, mit über 30 Jahren Berufserfahrung, das darf man nicht vergessen. Man kann nicht als Einsteiger sagen, naja, klar, ich kriege auch 100 Euro, muss ich da schon ein bisschen hocharbeiten. Ist natürlich auch immer gebietsbezogen. Das heißt, in München bekommt man etwas mehr wie in Karlsruhe, in Berlin bekommt man etwas weniger. Ist immer gebietsbezogen. Aber ich sollte mir natürlich auch im Klaren sein, was ich mir tatsächlich wert bin. Wenn jemand 25 Euro verlangt, dann ist er vielleicht auch nur 25 Euro wert. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Und er spiegelt das nach außen auch wieder. Richtig. Und letztendlich ist es ja so, ich habe immer so gern den Vergleich, bin ich ein Porsche, weil ich bin exklusiv, oder bin ich eher dieses alte, klapprige Klappfahrrad und ich spiegel das nach außen wieder und der Kunde merkt das natürlich auch. Ja, klar. Wir messen auch als Kunden selbst ja ganz oft den Wert auch am Preis. Klar. Das können wir jetzt nicht vergessen. Klar. Logisch muss da noch was dahinter stehen. Logisch sollte der Person, der Trainer gut sein natürlich. In dem, was er tut. Und nicht mit Luft füllen und dann einen riesen hohen Stundensatz haben. Aber diese Wertigkeit ist mir ganz wichtig. Ich sage auch immer, das ist, wenn die Leute sagen, ja, ist mir aber zu teuer. Es ist preiswert. Mein Preis, den ich habe, ist preiswert, weil da steckt einfach ziemlich viel Know-how drin. Und wenn man dann guckt, wie manche Leute sich jahrelang im Netz bewegen, ausprobieren, Geld verbrennen, Zeit verbrennen, dann sage ich, du, bei mir kommst du in 5 Stunden auf den Punkt
und du weißt in 5 Stunden genau, was du tun sollst. Und das ist ein Preis, der ist völlig gerechtfertigt. Und ich diskutiere auch nicht über Preise. Überhaupt nicht. Also sage, das ist der Preis wert und entweder du kannst es und du möchtest es oder es passt eben nicht in dein Budget. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann wirst du auch für dich jemanden finden. Das ist alles legitim. Aber ich finde, man sollte wissen, was man selber wert ist. Weder sich zu weit unten ansiedeln. Ich finde es aber auch nicht. Es gibt auch Personen, die sagen, sie verlangen 250 Euro. Entschuldigung. Können die zaubern? Also, ich weiß nicht. Gut, wenn es sich jemand leisten kann. Aber ich finde auch da sollte man eine legitime Grenze haben, wo man sagt, bis zu einem gewissen Grad, das ist völlig in Ordnung. Weil ich habe Personen kennengelernt, die 200 Euro verlangen. Entschuldigung, die haben immer annäherndes Wissen, was ich mitbringe. Und das ist auch was, was den Markt ein bisschen versaut. Weil dann heißt es ja gut, entweder es gibt eigentlich ganz billige, die gar nichts können, oder es gibt auch einen ganz teurer, der hat auch nichts abgeliefert, der kann auch nichts. Ja. Das ist auch schwierig. Ich finde, man muss für sich selber entscheiden, wo ist mein Preis? Was bin ich tatsächlich wert? Was kann ich dem Kunden liefern? Und es sollte in der realen Spanne sein. Genau. Das ist auch immer so mein Spruch, dass ich dann sage, es geht nicht darum, dass der Kunde eine Stunde meiner Zeit kauft. Er kauft letztendlich das, was ich an Wert in der Stunde vermittle für den Kunden. Und je mehr Inhalt, also nicht Inhalt in Form von ich baller den jetzt zu mit Wissen etc., aber je mehr Wertigkeit und Transformation ich liefere, desto wertiger ist es dann letztendlich auch. Genau, so ermittelt auch jeder Personaler irgendwann seinen eigenen Wert. Das ergibt das ist wichtig. Weil wenn einer für 25 Euro arbeitet und er würde sagen, ich mache einen Sprung auf 100, dann glaube ich auch nicht, dass von jetzt auf eine erfolgreich ist. Komplett andere Zielgruppe. Genau, da muss er sich anders orientieren und muss natürlich auch viel lernen. Und auch bei dem Beruf ist es so, ich komme nicht auf die Welt und mache 3 Trainerscheine und bin ein Personal Trainer. Personal Trainer hat auch was mit Erfahrung zu tun, das weiß ich. Natürlich auch gute Erfahrungen haben. Und bei mir sind es, ich habe vor kurzem mal nachgerechnet, bei mir sind es ja zwischenzeitlich an die 40.000 Stunden, die ich abgeliefert habe. Und das kannst du in der Schule nicht lernen, das geht nicht. Das sind Erfahrungswerte, die lernst du dann mit dem Kunden zusammen, weil als Personaler eine Kniebeuge zu zeigen oder einen Ausfallschritt, das sollte man nach ein paar Wochen schon können. Aber der Kunde verlangt ja oftmals was ganz anderes. Zwar schon eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Deswegen auch natürlich diese Zusatzausbildung, die ich jetzt noch zusätzlich mache, weil der Personal Trainer eben ein Seelenwächter, Seelenpfleger mit dazu ist. Viele Menschen kommen eben aus dem Problembereich raus, Übergewicht, nicht mehr mobil. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, warum die bei uns landen. Oftmals, klar, ist es das Gewicht, aber wenn man da mal ein bisschen den Staub runterwischt, findet man relativ schnell ganz andere Ursprünge, warum sie tatsächlich gekommen sind. Und deswegen ist ganz wichtig, viele Ebenen tief, bis das Warum wirklich erstmal sichtbar ist. Ne? Erst dann, wenn ich das weiß, kann ich eigentlich auch den Schlüssel umdrehen und kann dann letztendlich was verändern. Dann habe ich auch einen Erfolg. Das ist auch das, was ich in meinen langfristigen, vor allem auch. Meinen Konkurrenten, damit Leute, die mich fragen, die nicht so lange dabei sind, sage letztendlich geht es dem Kunden darum, klar, der kommt natürlich wie ein Trainingsernährungsplan von dir, aber warum hat er das Problem? Woher kommt das Problem, dass er sich nicht gern bewegt, dass er immer wieder anfängt, abbricht? Warum? Woher kommen die 20, 25, 30 Kilo Übergewicht? Und wenn du das nicht erfasst bei ihm, dann hast du einen Trainingsplan verkauft, einen einmaligen, aber du hast draußen keine aktive Visitenkarte. Du hast eine passive Visitenkarte, weil wenn das beim Kunden nicht funktioniert, dann ist nicht der Trainingsplan, nicht er ist schuld, sondern der Trainingsplan der Personal Trainer schuld. Es hat wieder nicht funktioniert. Genau, wieder mal nicht funktioniert. Alles probiert, es liegt nicht an mir, es hat einfach nicht funktioniert. Deswegen diese Zusatzausbildung. Genau. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Du hast ja schon gesagt, dass du mit deiner Frau sehr aktiv bist. Ja. Auch dieses Umfeld ist für mich ein Punkt, der auch beim Thema erfolgreich sein für mich einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Also sprich, inwieweit dein Umfeld, die Menschen, mit denen du auch dich sehr stark umgibst oder sehr oft umgibst, inwieweit die jetzt auch förderlich dafür sind, dass du einen Erfolg hast und dich auch unterstützen und motivieren können. Wie gesagt, du hast natürlich mit deiner Frau schon mal eine gute Beziehung, weil ihr letztendlich auch ähnliche. Vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal einen Satz dazu sagen, was du jetzt auch jemand anders raten würdest, wenn es um dieses Thema Umfeld und Einfluss von außen so allgemein geht. Also klar, ich meine, das kann man ja überall als Spezialist, weiß man auch. Man sagt, der Durchschnitt der 5 Personen um dich herum, die näher bei dir sind, das spiegelst du, das sind deine Spiegelneuronen, das übernimmst du.
die Verhaltensweise, das Sprachgebaren übernimmst du alles. Und somit ist natürlich für einen beruflichen Erfolg auch ganz wichtig, dass du dich mit solchen Menschen umgibst. Ich habe natürlich den Riesenvorteil, dass ich eine Frau habe, die sehr sportlich ist, die sehr diszipliniert ist, die genauso strukturiert ist wie ich. Und ja, somit ist schon mal in der Homebase ist alles gut. Da kann man nichts verbessern, gar nichts. Das geht überhaupt nicht. Also für mich ist das absolute Maximum, was man überhaupt erreichen kann, das, was wir haben. Aber der Rest außenrum ist natürlich immer gut, dass man sich sein soziales Umfeld ganz gut aussucht. Was ich nicht gut finde, das ist natürlich im Moment, weiß es jeder, dass die fünf Personen um einen rum, jetzt wissenschaftlich gibt es schon viele, die natürlich versuchen, sich nur solche Leute zu catchen, die natürlich extrem erfolgreich sind, aber eigentlich harmonisiert es gar nicht. Das heißt, die passen ganz richtig zusammen und das ist genauso schlecht, wie wenn ich mich nur mit Leuten umgebe, die letztendlich eigentlich mich gar nicht motivieren. Das heißt, so ganz entspannt gucken, dass ich das soziale Umfeld für mich finde, immer darauf achten, dass meine eigene Charaktere nicht völlig verschwindet, sondern dass es eine Mischung gibt, dass ich immer noch ich selbst bleibe, aber eben die guten Dinge, die ich außenrum sehe, übernehme. Weil bei erfolgreich, es gibt auch erfolgreiche Menschen, die nicht nur gute Dinge haben. Die sollte man nicht unbedingt spiegeln. Weil das ist immer, was ich sehe, dass jeder sich da zwei Leute rauskrallt, die natürlich sehr geschäftlich erfolgreich sind, aber meines Erachtens nach, wo ich auch sagen muss, naja, der geschäftliche Erfolg, der hat zwei Seiten. Und da muss ich sagen, sich nicht selbst verlieren, aus sich bei sich selbst bleiben, dann wirklich Leute raussuchen, wo ich weiß, die haben ähnliche Ziele wie ich, die sind auch im Freizeit, im Arbeitsverhalten ähnlich strukturiert wie ich und das hauptsächlich gestalten außenrum. Aber trotzdem, sage ich mal, mit Herz, nicht nur mit Verstand und nur rein strukturiert, okay, der hat 500.000 Umsatz, der hat 5 Millionen Umsatz, da muss ich rein, sondern das Ganze sehen, alles sehen, ist drumherum, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Soziales Umfeld ist für mich der wichtigste Faktor überhaupt. Da geht es halt auch, wir haben für uns den Wert der eigenen Person als Dienstleistung, aber jetzt geht es ja auch um Werte, die ich für mich festlege, ja, wo ich dann zum Beispiel sage, du hast für uns schon gesagt, mit Ehrlichkeit, Authentizität, solche, ja, Geschichten, das sind ja auch Werte. Ja. Ich muss mir meiner Werte bewusst sein, die ich einfach habe, die ich für mich definiere und für meine Arbeit. Und dann kann ich natürlich auch schauen, welcher Mentor passt dann da so ein bisschen. Wer vertritt, genau, ähnliche Werte wie ich, ist aber jetzt vielleicht schon da, wo ich gerne hin möchte. Was kann ich mir an positiven Dingen da jetzt endlich nochmal mit abschauen? Genau. Genau. Einfach Dinge auch abschauen, die echt auch zu mir passen. Es gibt einfach Grundeigenschaften, die haben wir vielleicht nicht. Und dann beschäftigen sie Menschen manchmal damit viel zu intensiv, anstatt ihre positiven Eigenschaften, die sie schon haben, noch zu verstärken, versuchen sie was anzueignen, was eben einfach nicht ins System passt. Das ist nicht kompatibel. Und das sieht man dann, da müssen die gar nichts sagen, man sieht es einfach. Und das wirkt nicht ehrlich, das ist nicht authentisch und das funktioniert gar nicht. Das war so wie in den Videos. Mein ersten Video, was ich gemacht habe, das war mit Konzept, da war alles aber nicht authentisch. Da habe ich gesagt, schmeiß das Konzept weg, mach so wie immer. Du bist deinen Kunden ja auch sympathisch. Also warum sollst du in der Kamera auch nicht sympathisch sein? Sprich einfach so und das hat funktioniert. Das ist eben auch das, was mir im Coaching immer wieder auffällt, dass ganz viele denken, die müssen schon zu Beginn komplett perfekt in allen Dingen sein, also wirklich so ein Vorzeigetrainer, wo von Mimik, Gestik, Fachlichkeit alles hundertprozentig stimmt, was natürlich Quatsch ist, weil dann sind wir auch kein Mensch mehr, das ist nicht, genau, menschlich. Und es geht natürlich um Authentizität, haben wir schon gesagt. Genau. Und alleine auch, wenn es darum geht, ein Video aufzunehmen, dann muss ich noch nicht professionell sein, denn das kommt ja auch durch das Machen und durch das Üben. Also je öfter ich dann etwas tue, desto leichter wird es mir fallen, desto lockerer werde ich da drin. Aber das habe ich eh nicht von heute auf morgen. Genau. Und das kann ich auch nicht einfach so lernen und, genau, sagen, okay, ich lerne das jetzt, wie ich das mache in der Theorie, dann mache ich das erste Mal und dann ist alles, genau, super und perfekt. Und manchmal brauche ich das, dieses, okay, ich sage ja, auch wenn ich es noch nicht gemacht, genau, habe, dann habe ich gleich den Druck und kann das auch gleich üben. Genau. Gibt es ein schöneres Geschenk als eine Aufforderung? Es gibt kein schöneres Geschenk. Einfach annehmen. Das ist immer das Problem, dass dann die meisten natürlich erstmal ihren Gehirnfilter einschalten. Es läuft erst alles mal durchs Pro und Contra, durchs Gehirn durch. Und wenn der Mensch eine gewisse Sache nicht kann oder nicht mag, da findet er ganz viele Argumente, warum er es jetzt nicht machen wird. Wohlfühlt einfach mal das ausschalten und sagen, yes, Dankeschön fürs Geschenk, ich nehme es an und ich pack's aus. Fertig, Schlusspunkt. Einfach tun. Schlussende nicht mehr drüber nachdenken. Genau, also raus aus der Komfortzone. Einfach, wenn du, gerade bei den Videofilmen ist es oft so, die meisten sind dann so skeptisch und es wird nichts und ich muss noch das machen, ich muss da noch bessere Aussprache haben. Die Leute wollen keine Perfektionisten davon sehen. Das wollen sie gar nicht. Die wollen, ich lasse meine ganzen Fehler, meine ganzen Sprechfehler,
lasse ich komplett drin. Das ist mir wurscht. Interessiert mich nicht. Ich rede mit ganz normalen Menschen und die haben auch Versprecher und die erkennen sich daran wieder und sagen, okay, der ist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, er hat gewisse Dinge, wo er besser ist, kann ich mich daran orientieren. Dann bist du auf einem ähnlichen Level mit denen, da kannst du kommunizieren. Genau, sie erkennen sich einfach wieder und merken, hey, das ist eine Ebene und Augenhöhe sozusagen. Und das ist letztendlich das, wo ich denke, dass wir uns auch unterscheiden von vielen fertigen Konzepten und ähnlichen Dingen. Das und das wird uns definitiv zugutekommen und das ist eben noch das Gute am Personal Training. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch noch wissen, wo wir dich finden können, mehr über dich lesen, erfahren können und dich kontaktieren können. Also, was ist die beste Plattform? Habe ich drei Sachen. Erst natürlich mein Instagram, das ist personaltrainer_karlsruhe. Einmal, dann meine Facebook-Seite. In beiden Kanälen bin ich sehr aktiv. Es gibt also jeden Tag ein Posting, mindestens. Und auch mit Mehrwert, jetzt habt ihr gehört das Wort, das Mehrwert müsst ihr euch merken. Dann bei Facebook, Personaltrainer Karlsruhe. Und natürlich letztendlich meine Webseite. Meine Webseite, Personaltrainer Karlsruhe, auch gut, es gibt natürlich ganz viele Personaltrainer Karlsruhe, mit Com, mit Inkindern, mit alles, sie haben alle versucht nachzumachen, ich war der Erste, aber ich glaube, wenn die Leute jetzt diesen Podcast gehört haben, finden sie mich dann schon relativ schnell. Und bei YouTube genau das Gleiche, YouTube Personaltrainer Karlsruhe. Dann bedanke ich mich erstmal ganz doll. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Genieß den Tag noch, auch wenn er voll von Arbeit ist. Yes. Und ich hoffe einfach, wir sehen uns demnächst mal wieder live und ansonsten hören wir uns. Sehr gerne. Und ja, dann quasi bis bald mal wieder. Tschüss. Das wünsche ich dir auch und vor allen ganzen Zuschauern. Wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn Sie Fragen zum Thema dringende Ernährung haben, einfach in meinen Kanälen reingucken. Ich finde immer irgendwann die Zeit, auch was zu beantworten. Prima. Hat viel Spaß gemacht, Katja. Ebenso. Ich danke dir ganz doll. Okay, dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Bis dann, ciao. Das war das Interview mit Andreas. Wie gesagt, es tut mir nochmal leid wegen den ganzen Klicks und Störungen. Ich hoffe, du hast ja trotzdem einiges mitnehmen können. Es war ja viel Input auch dabei und Tipps, die du für dein Business anwenden kannst. Nutze ruhig die Chance, ihn zu kontaktieren, wenn du Fragen hast. Und ansonsten freue ich mich natürlich über einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss!